Jetzt starten wir. Ja, schauen wir mal. Gucken wir kurz auf unsere Datenbank. Jawohl, ja. Alles im Griff. Auf dem sinkenden Schiff. Genau. Ja. Das Das, meine Lieben. solltest du. Schau, geh einfach gucken, ob Ja. das steht. Ja, wie gesagt, die letzte Woche schon, Live-Schalte. Alles ist möglich. Warum läuft eigentlich Alles. immer irgendwas schief? Willkommen zur Matchschau. 16. Spieltag. Bochum gegen Nürnberg. Nürnberg. Ja, ich bin Ja. mal gespannt, ne? Starker Sieg des VfL, fand ich gut, gut Cleverer Sieg. gekämpft, clever, clever, gut ausgedrückt. Jetzt kommt Nürnberg, für mich unheimlich starker Gegner, obwohl die Platzierung in der Tabelle das nicht so hergibt. Ja, unheimlich starke Namen auch dabei, viele gute Einzelspieler, die es aber momentan nicht geschafft haben, sich als Mannschaft zu formieren wie der VfL. Genau, aber man muss auch sagen, taktisch gesehen hat die Mannschaft sich auch gefestigt. Sie haben ein besseres Spielsystem auch, eine bessere Spielphilosophie. Auf jeden Fall, was ich in dem letzten Spiel, was ich von Nürnberg gesehen habe gegen Hamburg, Ja das gut, war. die spielen seit 3 Spieltagen wieder VfL, 4-2-3-1 Genau. oder Und ist 4-5-1. natürlich eine taktische Veränderung, die sich dann momentan auch vielleicht so ein bisschen auf das, auf die komplette Spielweise der Mannschaft auch ausschlägt. Und wie gesagt, gegen Hamburg war das ein sehr souveränes und starkes Spiel, also muss ich wirklich sagen. Und Ja gut, aber sie spielen auch dieses System erst, seitdem Lo Kemper verletzt ist. Sonst haben sie mit Schäffler Lo ja. Kemper im Sturm gespielt, auf einer 4-4-2-Ebene. Und jetzt, dadurch, dass er weg ist, spielt er nur noch Schäffler vorne, dafür aber mit einem unheimlich starke Mitte dahinter. Ja, Genau. mit Szapressay, geliehen von Bayern, der auf außen mega schnell war gegen Hamburg, der wird wahrscheinlich auch dort auch wieder spielen. Hack ist ja immer noch verletzt, ein bisschen immer noch die Schmerzen, kann auch seine Pace auf der Außen mal nicht geben. Ich glaube, er wird wieder in der Zentralen spielen. Ja, und dann hast du halt Nürnberg auf der anderen Seite, die extrem schnell sind. Junge Leute. Ganz genau. Ja, ist genauso wie die jungen Leute in der Innenverteidigung, 20 und 23. Und Handwerker auf der linken Außenposition sind schon echt gut. Das sind sehr gute Namen. Martenia nicht zu vergessen. Ein Mateja sehr, sehr starken Torhüter. ja, Ne? für mich einer der mit unter anderem einer der besten Torhüter der Liga. Ja. Ja, und Riemann zählt auch dazu, Gott sei Dank. Und jetzt, wo du gerade schon Riemann sagst, kommen wir auch direkt zu unserem VfL. Die Zärtlichkeit des letzten Spieltages. War da nicht ein schönes Bild? Das war ein Küsschen für die Ewigkeit. Genau, und wahrscheinlich auch sinnbildlich für den Teamgeist der Mannschaft, der sich in dieser Saison so gut entwickelt hat. Das muss man ja auch mal unterm Strich wirklich so Ja gut, aber festhalten. damit haben wir ja auch die beiden Riemann und Losilla sind ja die Speaker im Team. Ja, dann hast du ja noch einen Tesche dabei und so weiter. Aber wenn nicht die, wer dann? Genau, unsere Leader sozusagen, unsere Genau. Teamleader. Und ja, taktisch gesehen bei unserem VfL wird es auch personell eine Veränderung auf jeden Fall geben müssen. Danny Blum wird ausfallen. Dementsprechend habe ich mir auch schon natürlich Gedanken gemacht, was man denn Nein. doch. Echt? Ja. Oh. Habe ich natürlich mir Gedanken gemacht und habe dann, also bin ich für mich persönlich zu dem Schluss gekommen, dass ich, wenn ich Thomas Reis wäre, Wenn du Thomas Reis ne, wärst, also wenn ich die Möglichkeit hätte zu entscheiden, ja, ne, dann würde ich würdest du den Bock Horn, starken ja, genau, Bockhorn bringen? den würde ich auf jeden Fall bringen. Und wird dann versuchen, mit Holtmann und Bockhorn zusammen immer abwechselnd halt die Seiten zu tauschen und wirklich den Gegner so ein bisschen zu verwirren. Gerade Bockhorn ist noch ein Spieler, der nicht so auf dem Radar von vielen ist, da er ja noch nicht so viel Spielpraxis auch beim VfL bekommen hatte. Ne? Immer ab und zu ein paar Einwechselzeiten und jetzt gut, letztes Spiel gegen Regensburg komplett auf der Verteidigungsposition. Ne? Aber ich denke, er ist immer noch ein Spieler, der noch nicht so leicht zu berechnen ist. Ne? Das heißt, er hat vielleicht noch Momente, Umschaltmomente und vielleicht auch Ideen, die den Gegner verwirren könnten und uns natürlich dann einen entscheidenden Vorstoß bieten würden. Thomas Reis, vielleicht überrascht du uns ja auch. Weil, ich glaube, wenn er uns überrascht, lässt der Holtmann draußen und bringt Pantovic und Bockhorn. Auch eine Kombination, den Gegner ein bisschen zu verwirren, denn ich denke mal, der Gegner Nürnberg geht davon aus, dass Holtmann gesetzt ist. Die gehen davon aus, dass die gleiche Mannschaft aufläuft, wie Außer Blum vorher auch, natürlich genau, außer nochmal. Blum. Gamboa ist ja wieder dabei, Genau. darauf können sie sich ja Ja. einstellen. Das einzige Fragezeichen, was halt ist, wer kommt für Blum? Und da haben wir natürlich mehrere Alternativen. Ja. Du kannst natürlich auch Ist einen Tarsis Zollersch. Bonga wieder fit? Nein.
Gut, dann fällt er weg. Also, sage ich jetzt mal so, die Pressekonferenz heute haben wir noch nicht mitgekriegt, aber ich glaube nicht, dass er dann wieder da ist, sonst wäre er schon wieder im Mannschaftstraining gewesen in der letzten. Aber ich denke, er hätte auch jetzt nicht die Chancen gegenüber Pantovic und Bockhorn. Definitiv nicht. Ja. Aber man könnte zum Beispiel auch noch weiter den Faden spinnen, was ich aber nicht glaube, was passieren könnte, aber man könnte trotzdem Zoller auf rechts stellen und Gangula mal wieder auf die Zentrale bringen. Wäre auch wieder eine Option. Obwohl Simon Zoller hatte auch noch in dem Kicker-Interview gesagt, er kann der Mannschaft am besten helfen, wenn er halt in dem Zentrum spielt. Machen wir es sich vor. Der ist momentan eine Saison, die hat er schon lange nicht mehr gehabt. Ja. Ich glaube, 2014, 2015 bei Lautern. Mega stark. Ich würde dann, also seine Position nicht verändern. Köln. Ja, Köln, wollte schon sagen. Ne? Lautern, Köln. Ja, also, nee, ich würde ihn auch nicht verändern, ich würde es genauso lassen. Deswegen genau. Bleibt einfach nur die Option. Wir beide präferieren Bockhorn. Auf jeden Fall, also bin ich auf jeden Fall komplett d'accord. Wenn er uns überrascht, dann wird Pantovic kommen für Holtmann, weil ich finde, die Holtmann-Flanken sind Grütze. Da können alle ruhig sehen, da könnt ihr auch negativ schreiben, das ist meine persönliche Meinung, dann bleibt auch so. Der ist mega schnell. Darf ja auch deine persönliche Meinung sein, aber du hast recht, bei den Flanken hat er diplomatisch ausgedrückt noch Optimierungsbedarf. Oh, Optimierungsbedarf. Ja, er hat auch noch Optimierungsbedarf in Kopfbälle. Er hat Optimierungsbedarf in Finden der Nicht-Abseitslinie. Er hat Optimierungsbedarf in den Zweikämpfen. Also er hat viel Optimierungsbedarf. Siehst du? Optimierungsbedarf. Definitiv. Das Stichwort des Spieltages. Spieltages, nicht Tages. Tagesbonga. Naja, hatten wir nicht so eine Idee gehabt mit so einem Phrasen oder schlechte Witze, Sprüche, Schwein? Genau, also wir sollten uns mal hier so ein Sparschwein hinstellen mit so wirklich blöden Phrasen, ja. Wie ja, jeder in der Liga ist stark, wir müssen jeden ernst nehmen, was du permanent hörst, ja. oder so etwas, was wir jetzt gerade hatten. Einfach mal so einen Euro da reinballern und am Ende der Saison also, auf der Lichtblicke. Genau, eine sehr gute Idee. Wenn ihr also wollt, dass hier demnächst ein Phrasenschwein steht und Thomas und ich uns ja regelrecht finanziell verausgaben, weil wir so viele Phrasen immer spielen. Sag Bescheid, dann werden wir hier ein Phrasenschwein hinstellen. Das machen wir. Und ja, Spendenaktion haben wir ja gehabt. Genau, die 200 Euro sind nun zum Glück endlich, hat sich das auch alles so finden lassen bei der Aktion Lichtblicke. Ja. Hat uns natürlich auch sehr gefreut. Und danke auch nochmal an den edlen Spender des Trikots und an den Käufer für die 200 Euro, damit das überhaupt realisiert werden kann. Genau, vielen Dank nochmal an dieser Stelle. Und du hast recht, das ist eine sehr gute Idee mit der Aktion Lichtblicke, dass wir dann unser Phrasenschwein am Ende des Jahres köpfen, ja. Ne? Und dann geben wir die Spende ab. An Lichtblicke oder genau, wer auch immer bedürftig ist dann. Aber kommen wir wieder zum Spieltag. Genau. Ja. Ich glaube, zur Aufstellung brauchen wir nichts sagen, jeder kennt sie. Ist gesetzt. Also ist gesetzt, haben wir jetzt auch genug drüber geredet. Gut, ABK ist trotzdem dabei, auch da hatte er wieder seinen hellen Moment gegen Regensburg. Rogota hätte den gemacht. Ich glaube, jeder andere. Duxch auch, wie du schon gesagt hast. Ja, Duxch auch. Ja, zum Glück ist es nicht so passiert. Wir haben das Ding gewonnen. Egal, das spricht am Ende so keine Sau mehr drüber, wenn wir als Tabellenführer Meister werden und aufgestiegen sind. hohe Töne. Ja, aber ich habe halt für morgen habe ich nur ein gutes Gefühl. Weiß ich nicht. Warum? Weiß ich nicht. Anders wie in den letzten Wochen habe ich für morgen, wenn ich an das Spiel denke, so ein bisschen Unbehagen. Ich hoffe, dass wir nicht verlieren. Ich hoffe, dass wir Punkte holen. Sei es nur einer oder drei. Ein Dreier wäre mir lieber, weil mit fünf Mannschaften da oben ist jeder Dreier eigentlich doppelt so viel wert. Natürlich. Und deshalb, also ich würde an deiner Stelle nicht so denken, denn unser VfL ist momentan, das ist eine eingeschworene Truppe, die hat alle Chancen und die will sich auch oben weiter festbeißen. Und ich hoffe und gehe natürlich davon aus, ich meine, wissen kann man es nicht. Das werden wir erst morgen um 15.30 Uhr werden wir wissen, wie das Spiel ausgegangen ist. Ne? Aber ich gehe davon aus, sie werden kämpfen, die werden beißen und die werden morgen auch wieder unter Beweis stellen, dass sie zu Recht oben in die Tabellenspitze gehören. Ja, also sie gehören auf jeden Fall da oben hin, allein schon von den Spielern her, von der Qualität, die sie haben, wie sie sich gefunden haben, wie sie es auch machen zurzeit, finde ich schon richtig gut. Halten wir noch eben kurz die Aufstellung fest und dann soll auch gut sein, weil dann genau. Haben wir den Spieltag durch. Ja. Ja, wir fangen mit dem Riemann an, ja, ABK, Leitschi, klar, Soares, Gamboa, er ist wieder zurück. Tesche und Losilla. Okay, wir haben einen ganz neuen Spieler. Tesche und Losilla. Wir halten erstmal an Holtmann fest. Ja. Unserer Ansicht nach Bockhorn. Robby, ganz klar, auf der 10 und unser Zolli dann. Genau, Robert Juhl und Simon Zoller im Sturmoffensiv. Genau. Ja, das war's. Lasst einen Daumen oben da. Wenn euch das gefallen hat. Und nicht vergessen, falls ihr diesen wunderschönen, interessanten Kanal auch noch nicht abonniert habt, abonniert ihn.
Und vergesst nicht, Glöckchen klingeln, damit ihr immer Bescheid wisst, wenn wir gerade mal wieder interessanten, witzigen Content hochgebracht haben. Genau, was kommen wird. In diesem Sinne, auf 3 Points. Glück auf! Glück auf!